Das Athletik heute mit dem Battling Rope einmal mehr. Ich hatte schon mal ein Video gemacht, das müsste hier oben kommen, über das Battling Rope Probleme, was ich mit dem Battling Rope sehe, und jetzt eine Kurzausgabe davon. Battling Rope wird immer populärer. Meistens gehen die Leute her, stehen sehr weit weg und fangen an, irgendwie hier mit dem Arm rumzuschlagen. Das Battling Rope ist eine Aktion, das ist schon mal gut. Der Nachteil ist, ihr habt sehr viel Stress in der Schulter, aber da können dadurch schon Probleme entwickeln. Von daher, meine Bitte, wenn ihr Battling Rope benutzt, egal in welchem Gym, stellt sicher, dass ihr so nah an den Battling Rope seid, dass es an euren Füßen endet. Geht in einen aktiven Stand, Po geht zurück, Knie bleiben hinten, Spannung im Rücken und eure Ellenbogen bleiben am Körper. Und von hier aus könnt ihr arbeiten. Lasst den Ellenbogen am Körper, genauso wie bei Kettlebell, bei Gernbeck, vielen anderen Sportarten auch. Lasst den Ellenbogen nicht herauskommen. Ja? Funktioniert hier, Kreise, Schlangen, wechselseitig. Einzige Ausnahme ist Slam, wo wir die Seile zusammennehmen, uns ganz groß machen und das Seil schön auf den Boden hauen. Danke für die Aufmerksamkeit, das war Daniel für Triers Athletik. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video.